Premiere auf Schalke. Erstmals trainierte der Kader auf dem neuen Trainingsplatz, der genau da liegt, wo früher die Zuschauer des alten Parkstadions auf der Haupttribüne saßen. Mit dem Training Amin Arid. Für ihn läuft es schon seit längerem rund bei den Königsblauen. Yeah, sure, very happy, but maybe if we win. Ja, sicher bin ich ziemlich glücklich. Ich wäre aber noch glücklicher, wenn wir am Samstag gegen Köln gewonnen hätten. Aber wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Wir wollen natürlich, aber es geht nicht. Aber ich bin natürlich glücklich, wenn ich Tore schieße. In Nantes, wo Amin zuvor spielte, machte er ein Tor in der ganzen Spielzeit. Der Treffer gegen die Kölner war bereits sein zweiter in der Bundesliga. Amin entwickelt sich weiter, was vor allem mit der Art und Weise des Trainings zusammenhängt. Ich arbeite viel mit Peter Perchtold vor dem Tor. Ich habe mich bei den Bewegungen vor dem Tor verbessert. Den Abschluss, wie ich schieße, wie ich passe, wohin ich schieße, wann ich passe. Ich denke, ich bin da viel besser geworden. Aber ich arbeite auch hart, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Gym. Aber es ist wichtig für mich, so weiterzumachen. Und mit seiner Art, Fußball zu spielen, begeistert Amin die Schalker-Fans. Sie haben den in Frankreich geborenen Marokkaner bereits in ihre Herzen aufgenommen. Yeah, yeah, I hear. When I dribble, I hear something like, whoa. You know, and it's good, it's fun for me, and I want to. Ja, ich höre das. Wenn ich dribble, dann höre ich dieses Wow. Aber das macht mir Spaß. Ich möchte die Fans unterhalten. Das ist es, was ich am Fußball liebe. Als ich jung war, bin ich ins Stadion gegangen, um Spieler zu sehen, die mich begeistert haben. Und wenn ich die Fans unterhalten kann, dann freue ich mich. Und sicher ist, dass viele Fans eine Menge Freude haben würden, wenn Amin uns auch über Weihnachten hinaus mehr solcher wunderbaren Fußballmomente bescheren würde.